Hallo miteinander. Heute installieren wir zusammen Tesla Mate. Das ist ein Tesla Datalogger. Der läuft auf Docker. Es ist schon mal ein freakiges IT-Projekt. Ich habe das da gefunden. Das GitHub-Projekt ist das. Und was man dazu braucht, ist am besten eine virtuelle Maschine, wo Docker drauf läuft. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass wir das auf Azure machen, Microsoft Azure, weil das Ganze ist kostenlos. Ich zeige euch alles. Ich schreibe unten in der Beschreibung nachher alles, was ihr braucht, alle Links, alle Tools und so weiter drauf. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Was ihr braucht, ist ein Microsoft-Konto. Wenn ihr noch keins habt, könnt ihr eins erstellen. Als erstes müsst ihr eigentlich auf signup.azure.com das im Browser eingeben. Dann werdet ihr aufgefordert, euch mit dem Microsoft-Konto anzumelden. Kommt dann da auf die Seite Azure kostenlos testen. Und sonst, wie gesagt, einfach zuerst ein Microsoft-Konto erstellen. Da ein paar persönliche Angaben machen, Telefonnummern angeben, Kreditkarten. Verrechnet wird einem nichts. Und man hat kostenlos ein Guthaben von 190 Schweizer Franken. Wenn ihr das alles ausgefüllt habt, bekommt ihr ein Mail über von Azure. Und da oben hat es den Link zum Portal wechseln. Wenn ihr dort draufdrückt, kommt ihr in euer Azure-Portal. Das sieht dann ungefähr so aus. Und was wir jetzt machen, wir müssen eine neue Ressource erstellen. Also, wir brauchen eine neue virtuelle Maschine, um das Docker können laufen lassen. Für das suchen wir da im Marketplace mal nach Docker. Da kommen alle virtuellen Maschinen, wo Docker drauf haben. Und ich nehme gerade die erste, die von Certo. Ein Ubuntu mit Python und Docker drauf. Da einfach auf Erstellen. Dann sagen wir am besten, wir machen das in einer neuen Ressourcengruppe. Und sagen der TM-Demo. Der sagen wir auch TM-Demo 1, die virtuelle Maschine. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, wie die heißt. Wir können da noch auswählen, wo sie ist. Wir sagen jetzt, die ist in Westeuropa. Und da sehen wir den Maschinentyp. Das ist eigentlich ein bisschen zu gross für uns, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen da die Größe ändern. Man sieht, das kostet jetzt auch fast 50 Franken im Monat. Wir kommen da noch einiges tiefer. Uns langt so eine B1 MS mit einer CPU und 2 GB RAM. Wir sehen jetzt auch den Preis, ist nur noch 17 Franken im Monat, wird dann noch günstiger. Kennwort, da müssen wir jetzt den Benutzernamen angeben, wo wir nachher dann brauchen, um uns per SSH verbinden. Da sagen wir schon, er soll den Port SSH Port 22 soll er zulassen in der Firewall. Dann können wir da bei der Disk können wir noch auf Standard HDD wechseln. Die ist viel günstiger und wir brauchen da gar keine schnelle Disk. Netzwerk ist eigentlich alles gut. Er macht das internes Netzwerk und eine öffentliche IP-Adresse, wo wir brauchen. Und Ports tut er da auch zulassen. Das ist gut. Bei Verwaltung können wir einfach weiter und bei erweitert auch und bei Tags auch und dann können wir da eigentlich sagen überprüfen und erstellen. Seht ihr da, was kostet auf die Stunde? Irgendwie 0,0236 Schweizer Franken. Das ist alles gut und sagen jetzt erstellen. Jetzt geht es eine Weile. Bis er die erstellt hat, in dieser Zeit können wir uns noch das Putty. Wir sehen jetzt da, die Bereitstellung wird ausgeführt, er macht alle verschiedenen Devices, die er braucht und am Schluss die virtuelle Maschine. Und was wir noch brauchen, ist das Putty von putty.org. Das kann man da abladen. Das ist eigentlich einfach ein Exe. Abladen, speichern. Und das sieht dann so aus. Sobald er fertig ist, wissen wir auch, was für eine öffentliche IP-Adresse er bekommen hat.
Was wir noch brauchen, ist unsere eigene IP-Adresse. Die können wir da auf whatsmyip.org einfach draufklicken und dann sehen wir die da. Die können wir uns ja auch noch schnell. Unsere IP, die brauchen wir nachher, um im Azure die ganze Firewall noch ein bisschen einzuschränken. Weil im Moment ist die Maschine vom ganzen Internet her erreichbar. Im Moment nur über Port SSH. Aber besser ist, wenn wir die eigentlich nur von unserem privaten Computer oder von unserem Heimnetzwerk aus erreichbar machen. Bereitstellung wurde abgeschlossen, zu Ressourcen wechseln. Und dann haben wir da unsere virtuelle Maschine und da haben wir die öffentliche IP-Adresse, die wir jetzt gerade kopieren. Weil die brauchen wir jetzt, um uns mit PuTTY darauf zu verbinden. Das ist der erste Test. Kommt am Anfang eine Zertifikatswarnung, einfach mit Ja bestätigen. Und dann können wir uns jetzt hier anmelden mit unserem Benutzer und unserem Passwort, das wir gegeben haben. Und jetzt sind wir da drin. Jetzt gehen wir am geschicktesten in unser Home-Verzeichnis. Das heisst dann cd/home/teslamate. Und da machen wir noch ein neues Verzeichnis mit mkdir und sagen dann tmdemo. Und dann gehen wir noch in das Verzeichnis rein. Und da sollte auch alles leer sein. Genau. Jetzt sind wir eigentlich bereit für die Installation. Die ist da beschrieben. Create a file, bla bla bla. Also wir müssen eine Datei erstellen, die so heisst. Das heisst, wir kopieren den Namen. Und mit Touch kann man eine Datei erstellen. Touch und den Namen. Und jetzt sehen wir, wir haben da die Datei erstellt. Jetzt müssen wir die aber noch abfüllen mit dem entsprechenden Inhalt von da. Den kann man da auch kopieren. Mit VI. Ich nehme immer die VI, es gibt noch andere Texteditoren. VI und den Dateinamen. Sind wir da drin und mit der rechten Maustaste kann ich jetzt den Text rein kopieren. Mit Escape Doppelpunkt WQ kann ich es speichern. So, man sieht, die Datei hat jetzt auch etwas drin. Ich kann zum Beispiel mit More und der Dateinamen kann ich Text anzeigen. Man sieht da schön, das ist, entspricht dem Text da, Version 3 und so weiter und so fort. Das stimmt, das ist alles richtig. Und dann als nächstes müssen wir da den Befehl ausführen. Den können wir auch kopieren. Gehen wir da rein. Und jetzt kommt die Fehlermeldung, weil wir zu wenig Recht haben, um den auszuführen. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen noch ein sudo vorne anschreiben. S-U-D-O, Abstand, und dann der Befehl. Und dann geht's. Dann hat er genug Recht, um das zu installieren. Jetzt lädt er eigentlich da alles entsprechend ab, was er braucht, um den Webserver aufzusetzen. Und die Datenbank im Hintergrund. Und nachher können wir uns eigentlich dann schon verbinden. Jetzt können wir uns da noch einen DNS-Namen konfigurieren. Das ist einfach, dass wir uns nicht die IP-Adresse merken müssen. Der Name ist halt ein bisschen einfacher zu merken. Wir schauen jetzt mal da Tesla Mate Demo 1, ob der frei ist. Er tut das so überprüfen. Und wenn es ein Häkchen gibt, dann ist das gut. Dann kann man da speichern. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere Maschine und sagen aktualisieren, dann sehen wir nachher noch den DNS-Namen. Der ist auch schon gespeichert. Das ist der. Und aus dem können wir uns jetzt die zwei HTTP-Adressen bauen, die wir dann brauchen zum Konfigurieren. Wie da in der Anleitung beschrieben. Einmal mit HTTP und hinten dran 4000 und einmal mit HTTP und hinten dran 3000. Das haben wir uns da vorbereitet. Was jetzt das Problem ist, sehen Sie jetzt dann gerade, wenn er fertig ist mit installieren. Wir kommen da nicht drauf, weil die Ports sind nicht offen, die sind in der Firewall gesperrt.
Jetzt müssen wir zuerst, wenn ich jetzt da, nein, das machen wir nicht so. Ich kopiere jetzt die Adresse. Wenn ich jetzt die da rein kopiere, dann kommt er da nicht drauf auf die Adresse, weil die wirklich bei der per Firewall ist die gesperrt. Das Einzige, was offen ist, ist der Port 22 für SSH, damit wir mit dem Putty drauf kommen auf die Maschine. Das heißt, wir müssen jetzt da noch unter Netzwerk. Müssen wir da noch die Firewall jetzt richtig konfigurieren. Wir haben ja da unsere IP-Adresse notiert. Die haben wir da rein gespeichert. Die kopieren wir uns jetzt noch. Und als erstes tun wir da bei SSH. Tun wir nicht sagen Quelle Any, sondern Quelle IP-Adressen. Und geben da unsere IP-Adresse ein. Tun das speichern. Jetzt können wir nur noch von unserem PC da, von unserem Heimnetzwerk auf die Maschine per SSH. Falls eure private Adresse aus irgendeinem Grund mal wieder ändern will, müsst ihr einfach wieder ins Azure rein und müsst da die entsprechende Adresse anpassen. Jetzt brauchen wir noch zwei neue Regeln. Auch wieder gleich mit unserer IP-Adresse. Aber Ziel ist dann einmal 3000. Namen auch 3000. Protokoll TCP. Das wäre die erste Regel für den Port 3000. Die erscheint jetzt hier auch. Und dann machen wir noch eine zweite. Auch mit IP-Adresse. Und mit Ziel 4000. Auch wieder TCP. Da auch wieder 4000 hinzufügen. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und der ist hoffentlich auch schon fertig mit installieren. Genau, der ist da die Installation abgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt da auf den Port 4000 können verbinden. Schauen wir mal, ob da etwas kommt. Vielleicht hat er am Anfang ein Weile, bis er kann starten. Brauchen nicht mehr. Probieren wir nochmal neu laden. Ab und zu hat er noch eine Minute, zwei, bis er wirklich gestartet ist. Aber jetzt sehen wir da, Tesla Mate, wir sind verbunden, oder? Und was man jetzt da muss eingeben, ist das Login fürs Tesla-Konto. Also so, wie ihr euch vom Tesla-Konto anmeldet. Da wird dann das Token erstellt und von dem kann er dann auch die Daten auslesen, die er braucht. Wenn ihr alles richtig eingegeben habt, dann seht ihr nachher da den Namen von eurem Tesla. Und der Status ist schläft. Bei mir jetzt, weil er in der Garage steht. Ich nehme jetzt mal die Handy-App führen und ihn aufwecken oder sie, die Luna. Und dann sollte man eigentlich sehen, dass er da dann die ersten Daten schon anzeigen kann. So, jetzt ist er da wach bei mir. Das heißt, in wenigen Sekunden müsste er jetzt da dann auch erscheinen. Genau. Jetzt seht ihr, er ist online. Ihr seht geschätzte Reichweite, genau wie wir es vorher gesehen haben. Kilometerstand, Softwareversion und der Standort. Was man jetzt noch machen muss, jetzt muss man noch eine kleine Konfiguration vornehmen, damit man nachher auf die Dashboards zugreifen kann. Und das machen wir unter Einstellungen. Und da unten seht ihr, muss man Dashboard-Adressen angeben. Und wie ich es gesagt habe, ist das auf Port 3000. Das heißt einfach die gleiche Adresse, Port 3000. Sonst, man muss nie ins Speichern, nichts, einfach wieder auf Home klicken. Und dann kommt da ein neuer Tab, Dashboards. Da hat man jetzt zum Beispiel Trip. Und wenn ich jetzt einen Trip gefahren bin, sehe ich nachher da den ganzen Trip angezeigt mit allen möglichen Angaben. Haben wir leider noch nicht, weil er fängt jetzt erst an Daten sammeln. Das heißt, ich gehe jetzt mal eine Runde fahren mit der Luna, mache meinen ersten Trip
Und dann sehen wir dann im nächsten Video. Schauen wir uns mal die paar Dashboards an, was der alles für schöne Daten kann anzeigen. Falls ihr Fragen habt zu irgendetwasem, einfach unten in den Kommentar. Wie gesagt, ich tue alle Links und Tools und so, die ihr braucht, rein. Und wäre cool, wenn der ein oder andere das Projekt auch umsetzt. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Peace und macht's gut. Ciao zusammen.